Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Vorstellung der RPG-Welt und auch ein paar Planänderungen, Plan-News und ja, eine große Verkündigung. Und zuerst mal fangen wir an mit der Ruhmeshalle. Sie wird Freiluft sein, aber nicht überall. Also oben wird noch das Schwarze und Weiße Reich da drüber sein. Und hier haben wir die großen Reiche, Gelb, Blau, Grün und Rot. Da kommen die Ruhmeshalle drin. Da können die zum Beispiel stehen, wie zum Beispiel bei mir. Jetzt habe ich da meine gemacht für das Grüne Reich. Und ja, ich habe, wie ihr gesehen habt, schon zwei Gebäude gemacht und ein Turm. Also es ist alles noch am Anfang, sehr am Anfang. Und der Kevin hat unterirdisch jetzt was gemacht. Dann habe ich hier noch ein bisschen begonnen mit der gelben Welt. Und dann habe ich mir ausgedacht, was dann noch dazwischen kommen soll. Zum Beispiel die orange Welt kommt dann irgendwo da drüben zwischen den Grenzen. Und die braune Welt kommt hier hinten irgendwo in die zwischen die Grenzen. Die hellblaue Welt kommt in diese Seite. Und die hellgrüne kommt in diese Seite. Und irgendwo zwischen, zerstückelt vielleicht auch, kommt das schwarze Reich eher in diese Seite. Und das weiße Reich in diese Seite. Aber das ist für die Elite. Und das soll euch eine Lehre sein. Gut oder böse, weiß oder schwarz. Da könnt ihr euch auswählen, was ihr dann als Elite-Soldat, welchem Reich Ding euch angehören können, solltet oder gehen oder wolltet oder was. Ihr dürft natürlich einem der anderen Hauptvölker noch dabei sein. Es ist einfach so, das Grüne und das Blaue Reich sind zusammen und kämpfen für das Weiße Reich und das Gelbe und das Rote Reich sind zusammen und kämpfen für das Schwarze Reich. Aber eben, das sind die Anfängerreiche und die hier oben sind die Elite-Reiche und die werden danach Turniere machen. Und die sind jetzt hier schon geschrieben, aber ich werde sie dann in einer anderen Folge dann euch besser erklären. Jo, dann gehen wir mal runter. Ja, da hat sich ein paar Sachen gemacht. Diese zwei Häuser, also das rechte Haus habe ich in einem Let's Build gezeigt, wie ich das baue. Und das rechte habe ich allein gebaut, das ist jetzt noch nicht fertig. Also sind beide noch nicht fertig, aber es wird dann ab und zu, also ich bin momentan noch am fleißig am Bauen, also habe leider nicht so viel Zeit, weil ich ja auch Fulltime Fußballer, also in einem Sport, also in einem Club und ja, den Sport als Beruf mache und auch noch Let's Player bin nebenbei, auch Fulltime. Also bin ich eigentlich 20 Stunden pro Tag beschäftigt, also 16 Stunden pro Tag beschäftigt, dann habe ich nicht mehr so viel Zeit zum Bauen. Aber dieser Turm ist fertig und den möchte ich euch gerne zeigen. Hier steht zum Beispiel der Bauherr und grüner südwestlicher Wachturm, Wächter, Draco Basler. O heißt Owner. Hier haben wir Köcher, also so kleine, ja, wo die Pfeile reinkommen. Hier haben wir so ein paar bisschen Wartesachen für die Soldaten. Hier oben haben wir auch überall so Gefäße für die Pfeile und hier oben haben wir Rüstungen und Kisten und Waffen in Kisten. Und ganz oben sind auch wieder noch ein paar stationiert. Und wie ihr seht, diese Giebel da, es ist ein bisschen asiatisch angehaucht. Und das zeugt auch vom Reich. Also es ist nicht nur ganz normal wie dort vorne, sondern es wird auch elfisch sein, asiatisch. Und ja, halt baumknutschartig, Triaden vielleicht noch und so weiter. Und mit dem Plugin Kidison 2 wird dann das alles auch ein bisschen dynamischer aussehen, weil die Soldaten und so dann wirklich da sind. Jo, in der Mitte der Mauer hat es eine Schicht Bedrock und das bedeutet einfach, dass das die Grenze ist, die gehört niemandem. Die ist einfach bedrockig und da links kommt dann der Mauerteil vom Roten Reich
hin. Aber wird wahrscheinlich nicht so moosartig sein, Moos-Steinziegel, sondern irgendwas anderes. Vielleicht auch von diesem Festungsteil, je nachdem, was Kevin, der Bauleiter vom Roten Reich, so für Lust hat oder für Ideen. So, und hier unten, das ist übrigens sehr, sehr schön gemacht mit dem Feuer, hat Kevin schon mal so eine Art Dungeon. Es ist, das Rote Reich ist eher so ein unterirdisches Volk, aber auch oberirdisch natürlich. Und wie ihr seht, hat er hier schon schön vorbereitet. Hier sogar noch ein Warteraum oder sonst irgendwas, ein Festraum mit Feuer. Auch sehr schön gemacht. Und jetzt müssen wir kurz nach oben gehen. So, und ich habe erst kürzlich, also heute, begonnen, hier das Sandreich, das Gelbereich zu machen. Aber es ist nicht alles Sandreich, also es sind auch Oasen dort und ja, alles Mögliche. Und hier möchte ich keine Brücke bauen, sondern unten durch und oben hier wieder nach oben. Jo, also wir werden sehr viele Gebiete dann auch terraformen, also anders machen. Und ja, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge oder wenn ihr selber bauen wollt, dann dürft ihr die gerne anmelden. Aber ihr könnt nicht einfach so bauen, weil viele Gebiete sind dann einem Bauherr zugeteilt und der baut dann dort. Und es wird dann auch öffentliche Gebiete geben, wo ihr selbst etwas für das Reich bauen könnt, wenn ihr nicht angemeldet seid. Und dort wird es ja allen möglich sein zu bauen. Die Bauwerke, also es ist eine lebendige Welt und die Bauwerke werden nicht immer so bleiben. Also ihr müsst eure Bauwerke, die ihr für das Volk eurer Wahl gebaut habt, als Heimatschutz oder als Volksschutz gekennzeichnen, damit das nicht umgebaut wird mal. Weil wir wollen die Welt immer wieder verbessern und dafür werden wir dann auch Abstimmungen machen, alles Mögliche. Wir werden sehr interaktiv sein und bleiben und ja. Und hier im Blauen Reich hat es momentan nur mehr, aber das werden wir auch ändern. Wir werden sehr, sehr viele und schöne Inseln machen. Sehr viel auch auf Booten und Pfahlbauerdörfer und alles Mögliche. Sogar Schwimmfestungen machen. Da werden wir mal schauen. Wir haben nämlich große Biome ausgewählt, das seht ihr. Und da ist es ein bisschen schwer, aber es wird nicht unmöglich sein. Und wir haben ja Lust zu bauen. Und ja. Das Blaue Reich hat, wie ihr seht, eher ein bisschen Quarz mit drin und von diesen Ziegelsteinen. Aber auch Lehm. Lehm haben jede der vier Völker drin. Auch Wolle. Und ja, jedes Reich wird dann eine Reichsflagge haben. Das seht ihr hier auf dem Turm. Diese Flagge ist nicht final. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge für die grüne Flagge habt, dürft ihr die gerne irgendwo hinschreiben. Und oder mehr mitteilen. Es gibt leider keine dunklere Wolle als diese hier. Und deshalb, ja, müssen wir dann noch schauen. Aber ich werde, glaube ich, die noch umändern in dunkelgrün. Mal schauen. Jo, das war's auch schon wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, einfach melden. Der Server ist whitelisted, also ihr müsst euch zuerst anmelden, ihr müsst zuerst freigeschaltet werden und dann dürft ihr rauf. Aber eventuell werdet ihr dann noch nicht bauen können oder nicht warpen können. Aber alles nach der, in der Ruhe. Also ihr werdet so schnell wie möglich freigeschaltet, so schnell wie möglich zum Bilder befördert und so weiter. Also das wird kein Problem sein. Und jo, ich hoffe, euch gefällt diese Welt. Es ist ein unendliches Projekt und es wird ja durch meine und anderen Mühen sehr, sehr groß. Und ja, ich will nun das Beste für dieses Ding. Wir wollen Spaß und der Spaß wird auch kommen, wenn ihr mitmacht. Und jo, freuen uns drauf und ich sage jetzt bye,
bis zur nächsten Ankündigungsfolge oder Newsfolge vom Drake-Projekt von der RPG-Welt. Dankeschön. Bye.